Rudi ist erst 11 Wochen alt, hat aber schon eine zweite Chance in seinem Leben bekommen. Auf der Peppelstelle in Neuenbürg bei Erlangen. Er ist eines von mehreren hundert Eichhörnchen, denen Sandra Jehlen das Leben gerettet hat. Ich bin mit ihr verabredet. Auch hier schon ein Eichhörnchen. Mitten in der Hochsaison. Hi! Hi! Grüß dich! Schön, dass du da bist. Ja. Und? Ach. Neuzugänge. Gibt es Neuzugänge bei dir? Also ja und nein. Ja und nein. Steht alles voll, ja. Und Das sind noch die Milchsäufer. Und wie viel hast du jetzt insgesamt da? Also da sind 3 Stück drin, in der linken Seite. Und in der rechten Seite sind 2 Stück drin. Da ist leider die Mama in der Regentonne ertrunken, weil die Leute entweder also keinen Stab oder irgendeinen Stock reingestellt haben und die Regentonne auch nicht verschlossen hatten oder ein Gitter drüber gelegt haben. In der größten Not haben die Jungtiere eine erstaunliche Strategie. Das heißt, wenn die kleinen Eichhörnchen Hilfe suchen, aktiv, weil die nichts zu fressen kriegen, nicht pinkeln können und so weiter. Ja? Das macht ja auch Schmerzen im Bauch, wenn man nicht Wisi machen kann. Dann laufen die dir das Hosenbein hoch und suchen direkt bei dir Hilfe. Ja. Und es hat auch nichts mit zu tun mit Tollwut. Gar nichts. Also das heißt, die haben da überhaupt keine Scheu vor dem Menschen? Nein, in dem Moment nicht, weil die Hilfe suchen. Für die Aufzucht braucht es aber Fachkenntnis. Das ist Eichhörnchenmilch, hat also nichts mit Babymilch oder Kuhmilch zu tun. Ja? Das ist Aufzuchtsmilch. Sandra ist sehr genau, auch bei der Temperatur der Milch. Und dann ein schwarzes Eichhörnchen. Die sind übrigens genauso wie die roten Einheimische. Dunkel mit Schwarz. Nee. Das ist übrigens der Tarzan. Am Anfang war es recht schwierig, da war er eben nicht so gierig. Da hat es 3 Tage gedauert und dann ging das halt bloß tröpfchenweise. Ne? Da hat er nicht gesaugt, da machst du tröpfchenweise in den Mund rein. Ne? Halt an die Seite ran, dass er sich auch nicht verschlucken kann oder so. Ne? Aber das war ein bisschen ein Kampf. Bis zum Alter von 7 Wochen brauchen die Hörnchen Hilfe beim Urinabsetzen. In der Natur macht das die Mutter. Jetzt müssen sie es von Sandra zulassen. Jetzt ist ja wieder alles gut, ne? Ja, da merkt man schon, dass sie dich offensichtlich gut kennen, ne? Ja, also es ist auch nicht jedes Eichhörnchen gleich. So. Sandra hat eine Sachkundeprüfung für Eichhörnchen abgelegt. Die Aufzucht ist nichts für Laien. Zack und weg. Hans und Renate sollen heute mit ihren Mitbewohnern in eine Außenvoliere umziehen. Der erste Schritt in Richtung Freiheit. Das hier bleibt frei. Da kommt erst die nächste Gruppe rein. Wow, wie im Wald. Ja, wir sind also quasi hier. Sieht schon total kuschelig aus. Ja, gell? Ja. Ja, mich macht das schon immer interessant, weil die brauchen ja hier irgendeine Beschäftigung auch. Ne? Die müssen ja sich da auch bewegen können. Sind ja doch noch, ich schätze mal so 2 Wochen auf jeden Fall noch hier drin, ne? Bevor sie in die nächste Station, in die Auswilderungsvoliere gehen. Ne? Aber ich habe mir ja für dich gedacht, ne, dass du da beschäftigt bist, habe dir da deine Aufgabe hergelegt. Das ist ein Feuerwehrschlauch. Hieran sollen die Hörnchen ihre Muskeln trainieren. Bevor eine Gruppe einzieht, wird immer gereinigt, desinfiziert und dann neu eingerichtet. So. Da durch die Kette und dem Ast durchgehen. Okay. Genau. Ja. So. So. Hab ich? Ja, ist eingestellt. Jawohl. Die Jungtiere müssen sich an die Witterung draußen gewöhnen und von der Pflegemutter entwöhnen. Genau, Vollgas. Ja, genau. In den Schlafhäusern soll es so richtig kuschelig sein. Nur das Schlupfloch bleibt frei. Genau. Und findest du auch das zweite Loch? Ist dann zwar. Ah! Muss ja, es auch nochmal. Auch für die Flucht. Also, wenn zum Beispiel ein Fressfeind von einem Loch reinkommt, dass sie durchs andere halt rausflitzen können. Ne? Das ist das Buffet. Das ist ja, das ist das Buffet. Eins der Buffets. Was ist es? Es ist Hasel, ja, Sonnenblumenkerne. Ja. Da hört es jetzt auf. Zirbelnüsse. Und daneben ist der grobe Kiefernsamen. Aha. Ja, Hans will, mein Spatz, Hans will. Ja, komm her. So, komm her. So, schau mal. So, Schwanz Vorsicht. Drin? Jawohl. Ja. Hans. Zumachen, genau. Jetzt wirst du jetzt gleich dein erstes Eichhörnchen in die Außenvoliere setzen. Hm? Aber der rast da ganz schön rum, ne? Der hat Stress, oder?
Naja, der ist jetzt ungewohnt, ne? Der ist jetzt erst einmal von seinen Geschwistern jetzt, also sein ja nicht echten, aber die ganze Zeit Geschwister, ist er jetzt ja erstmal weg. Boden runterknien. Genau. Und dann, dass er ein bisschen weiteren Weg hat, stellst du es am besten so. Schau, er ist nicht dahinter, aber er guckt dahinter. Na Hansi, was ist los? Alle Tiere haben verschiedene Körpermerkmale. Aber noch besser kann Sandra sie anhand von Eigenheiten und Charakter unterscheiden. So, wohin, was? Also der Hans, ne, das ist ein Treibauf. Alles, also ne, paar Sekunden kenne die ganze Voliere. Aha, okay. Nichts Essbares. Bis zu 80 Tiere pro Jahr bekommen in der Peppelstation Hilfe und gehen dann wieder zurück in die Freiheit. Alles ehrenamtlich. Das geht nur, weil Sandra ihren Bürojob im Homeoffice machen kann. Das ist echt schön zu sehen. Ja, dass man sie halt auch so weit gebracht hat, weißt du? Weil viele Tiere, die haben ja, sag ich jetzt mal, ohne freiwillige Ehrenämtler wie uns oder Peppler halt, hätten ja gar keine Chance. Die Eichhörnchenfreunde kennen sich untereinander. Es geht nicht immer um verletzte Tiere. Dieter ist so ein Herzensmensch. Der hat ganz viel für seine Hörnchen, die dort in Nürnberg frei leben, gemacht. Ja. Der füttert die, der gibt Trinken, die kommen zu ihm ans Fenster. Unter dem Titel Neues vom Eichhörnchenfenster veröffentlicht Dieter Peters seine Erlebnisse mit den Tieren sogar auf YouTube. Natürlich will ich Dieter persönlich treffen und das Eichhörnchenfenster sehen. Hi. Hallo. Hallo. Ja, grüß dich. Komm rein. Ich bin ja so gespannt. Ja, ich auch. Mensch. Hi, grüß dich. Der ehemalige Tourleiter für eine Konzertagentur teilt mit seiner Frau Ursel die Leidenschaft für die schönen Scheunennager. Grüß dich. Das Kamerateam und ich werden vermutlich nicht viele von den Stammgästen zu sehen bekommen, aber probieren wollen wir es mit Futter. Das hat angefangen 2015 im Frühsommer. Da habe ich hier mal zum Fenster rausgeschaut, kommt ein Eichhörnchen vorbei. Das habe ich noch nie hier eins gesehen gehabt. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Hatte auch gerade ein paar Nüsse bereit und das Hörnchen war auch interessiert hier. Ich habe die Nüsse hin, kam sogar rauf, fast aus der Hand die Nuss genommen und ich war schockverliebt. War mir klar, da will ich mich informieren, da will ich mehr darüber wissen. Ich möchte mit diesen Tieren zu tun haben. 5 Eichhörnchen-Generationen hat Dieter hier schon beobachtet und dokumentiert. Inklusive Problemen. Wir haben jetzt 2 Jahre keine Jungtiere hier gehabt. Echt? Ja. Mhm. Ein Nachbar hat den Ast abgesägt, der zu uns hier leicht rüberführt, wo auch die Jungtiere den Sprung locker schaffen. Aber der ist leider weg und es schaffen es nur die erfahrenen Hörnchen. Und letztes Jahr war es halt so, dass ich 2 tote Junghörnchen unten leider aufsammeln musste, die einfach nicht hier raufkommen. Es gibt ja keine natürliche Nahrung hier. Es gibt keinen Nussbaum, keinen Haselnussstrauch oder so. Nichts, auch nicht mal Nadelbäume mit Zapfen oder so. Es ist eine besondere Beziehung, die Dieter und Ursel zu den Wildtieren haben. Wie viel sie sich trauen, bestimmen immer die Eichhörnchen. Wir essen manchmal Mittag hier oder Abend und da kommt das eine Hörnchen zu uns auf den Tisch und isst mit sozusagen. Wahnsinn. Ja, und da müssen wir uns dann schon überlegen, welche Bewegungen machen wir jetzt. Ja. Weil schnelle Bewegung heißt weg. Ne? Ja. Und von daher bewegen wir uns schon hörnchengerecht. Ja. Ne? Also langsam. Ja. Ach, das ist ja entzückend. Wenn Sandra Freunde besucht, hat sie die Pflegekinder dabei, die noch alle paar Stunden Milch brauchen. Heute war klar, es wird ein längerer Ausflug.
Ha? Schau mal. Hier, ne? Der ist dünn, oder? Ja, hat ganz spitzes Näschen, aber den kriegen wir auch dick. Ja. Den kriegen wir dick, ja. Gut, gut, gut. Auch für die Jungtiere bei den Peters, die schlecht zum Fenster kommen, soll es eine Verbesserung geben. Und Sandra will dabei sein. Das ist eine Elektrolytlösung, weißt du? Die essen sie auch total. Die Mini will rein. Ach, mein Ohrschau. Da machen wir natürlich Platz für die mutige Eichhörnchendame und überlassen ihr auch den Tisch. Auch Mini zieht im Innenhof der Wohnanlage ihre Jungen groß. Mit einer Eichhörnchenbrücke könnten auch sie wieder ans Fenster kommen, so Dieters Idee. Der Baumpfleger Matthias Neuhaus soll das jetzt umsetzen. Den Schädel, genau. Ja. Haben wir uns schon angeschaut. Genau. Jawohl. Und die Schlaufe, ne? Die unter das Ohr durch und dann genau. Durchziehen. Ne? Haben Sie sowas schon mal angebracht? Sowas in der Tat noch nicht. Kronensicherungen machen wir ja öfter. Ja. Aber so ein Tau für Eichhörnchen haben wir noch nicht angebracht. Nee. Das mit dem Seil. Das war ein lang gehegter Wunsch. Ein Herzenswunsch auch. Natürlich musste Dieters Vermieterin, die WBG Nürnberg, zustimmen. Und jetzt haben sie dafür sogar den Baumpfleger geschickt. Ja, da siehst du den Stumpf, ja. Ne? Mit der unteren. Und der ging fast bis zur Regenrinne rüberlaufen können. Ja. Wir haben es praktisch rüberlaufen können. Ja. Ja. Wichtig ist, dass genug Luft bleibt, wenn die Baumkrone sich im Wind bewegt. Das ist der Job des Baumpflegers. Das Seil hat Dieter gekauft, ein Kunststoffseil mit Hanfoptik. Man kann nicht ein einfaches nehmen, normales. Theoretisch schon, aber das, in 2 Jahren ist das verwittert. Da ist es durch. Und du planst für die Ewigkeit. Und das hält 200 Jahre, hat er mir gesagt. Super. Der von der Seilfirma. Bis die Eichhörnchen Vertrauen fassen in die Brücke, kann es noch einige Wochen dauern. Echt super, habt ihr es gemacht. Dankeschön. Gerne, nichts zu danken. Mühe, ne? Danke. Ganz toll. Herzlichen Dank. Ja, nichts zu danken. War natürlich. Toll. Ich war heute Zeuge einer wirklich besonderen Aktion hier. Aber ich war noch viel mehr Zeuge von besonderen Menschen, die sich da engagieren für die Hörnchen. Ach Gott, du wirst mich zum Weinen bringen, oder? Nein, doch. Nicht. Und gilt natürlich auch für dich. Ja. Tolle Geschichte, was du machst. Na schön. Jetzt heißt es warten, bis die Jungtiere ans Fenster kommen. Aber Dieter ist zuversichtlich, dass es klappen wird.